Krise für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele in meiner Generation, die sich politisch engagieren, tun dies, weil nie wieder passieren darf, was von Deutschland 1933 ausging. In der Shoah wurden 6 Millionen europäische Juden ermordet, eine einmalige Menschheitstragödie. Die Deutschen haben unfassbare Schuld auf sich geladen. Und als ich als 16-Jährige im Rahmen der Jugendarbeit zum ersten Mal in der Gedenkstätte des KZ Auschwitz war, hat mich das für mein ganzes Leben geprägt. Die Täter waren aus der Generation meiner Großeltern. Es waren Deutsche, die in dem südpolnischen Ort Oświęcim das größte Grauen der Menschheitsgeschichte angerichtet haben, indem sie die Juden Europas dorthin deportiert haben, misshandelt haben, gequält haben und ermordet haben. Und dann muss man sich vorstellen, dass es nach 1945 viele Akteure der jungen deutschen Bundesrepublik gab, die in den Nationalsozialismus verstrickt waren oder selbst schuldig geworden waren. Und mir haben Holocaust-Überlebende oft erzählt, wie schwer es für sie in der Nachkriegszeit war, Deutschen zu begegnen, weil sie immer gedacht haben, was hat derjenige wohl von 1933 bis 1945 gemacht. Und vor diesem Hintergrund war es natürlich auch für den jungen Staat Israel besonders schwer, mit dem Land der Täter in einen diplomatischen Austausch zu treten. Es dauerte 20 Jahre bis 1965, bis das offiziell möglich wurde. Wir feiern ja erst 50 Jahre diplomatischer Beziehungen. Aber, und darauf will ich heute besonders eingehen, es gab schon viele, die sich vor 1965 für die deutsch-israelischen Beziehungen engagiert haben. Der Prozess dorthin hat viele Wegbereiterinnen und Wegbereiter. Und wir sind den Menschen sehr dankbar, die schon in den 50er Jahren begonnen haben, erste Kontakte nach Israel zu knüpfen. Es waren Gewerkschaften, es waren Jugend- und Studentenorganisationen, es war die Evangelische Kirche, die weit vor den offiziellen diplomatischen Beziehungen, teilweise auch unter abenteuerlichen Bedingungen, eigene Beziehungen zu den Menschen im jüdischen Staat geknüpft haben, mit großem persönlichen Einsatz, auf den wir sehr stolz sein können. Und Kurt Schumacher, der SPD-Vorsitzende, hat schon 1947 auf dem SPD-Parteitag gesagt, das deutsche Volk ist zur Wiedergutmachung und zur Entschädigung verpflichtet. Das war 1947 ein bedeutender Satz. Carlo Schmidt, damals Bundestagsvizepräsident, hat 1951 darauf gedrungen, den jungen Staat Israel als Rechtsnachfolger für Rückerstattung und Wiedererkennungsansprüche anzuerkennen. Auch das war wegweisend, bis es dann 1952 zum Luxemburger Abkommen kam. Liebe Kolleginnen und Kollegen, junge Menschen waren es, die sich schon früh für die Beziehungen zu Israel eingesetzt haben. Die Falken waren dabei. Man weiß das heute gar nicht mehr. Der SDS, die damalige SPD-Hochschulorganisation, hat 1951 die Kampagne Frieden mit Israel gestartet und deutsch-israelische Studierendengruppen gegründet. Es waren dann evangelische Jugendgruppen, aus denen 1958 die Aktion Sühnezeichen entstand und die Gewerkschaftsjugend. Und wenn wir uns vor Augen halten, wie Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre die ersten Jugendgruppen nach Israel reisten, dann war das schwierig. Sie waren natürlich oft nicht willkommen nach dem Holocaust. Es war für die deutschen Jugendlichen nicht einfach. Aber es war auch für diejenigen Israelis, die deutsche Gäste willkommen heißen wollten und mit ihnen einen Austausch suchten, nicht einfach. Sie mussten sich Anfeindungen erwehren. Und Frau Hasselfeld hatte schon erwähnt, im israelischen Pass stand bis 1956 noch die Bemerkung, auf Hebräisch und Französisch, alle Länder mit Ausnahme Deutschlands war dieser Pass gültig. Also es war auch ganz schwierig, zueinander zu reisen. Und dass in dieser Zeit schon Menschen begonnen haben, Partnerschaften und auch Freundschaften zu knüpfen, dafür sind wir dankbar. Ich will an ein wenig bekanntes, aber wichtiges Ereignis erinnern, denn am 26. März 1957 hat der damalige SPD-Parteivorsitzende Erich Ollenhauer als erster Deutscher und offizieller Gast des Staates Israel eine öffentliche Rede dort gehalten. Er hat sich in dieser Rede für den Botschafteraustausch eingesetzt. Das hat dann übrigens zu Protesten der arabischen Länder im Sinne der Hallstein-Doktrin geführt. Also es war wirklich in diesen Zeiten noch sehr schwierig, dafür zu plädieren. 1957 fuhr die erste offizielle Delegation des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach Israel und seitdem gibt es eine lange und intensive Partnerschaft mit der Histadrut, dem israelischen gewerkschaftlichen Dachverband. Ja, 1965 war es dann soweit, dass das, was wir in diesen Wochen feiern, die offiziellen diplomatischen Beziehungen begonnen haben. Sie konnten aber nur beginnen, weil in den Jahren davor ein Netz geknüpft wurde von Menschen, die sich engagiert haben und die Wegbereiter dieser Kontakte waren. Und dazu passt es auch, dass es Johannes Rau war, der im Jahr 2000 als erstes deutsches Staatsoberhaupt vor der Knesset gesprochen hat und auch als erster eine Rede auf Deutsch gehalten hat, was in Israel damals auch heftig diskutiert wurde. Eine wegweisende und bewegende Rede, in der er um Vergebung bat.
Ende der 60er Jahre wurde der deutsch-israelische Jugendaustausch dann auch offiziell etabliert. Der ist bis heute sehr lebendig. Mein Kollege Achim Post hat gesagt, 700.000 Menschen waren in diesem Austausch. Etwa 300 Austauschprojekte gibt es im Jahr seit 2001, organisiert von CONACT, dem Koordinierungszentrum für den deutsch-israelischen Jugendaustausch in Wittenberg. Und ich danke allen, die sich dort engagieren, sehr herzlich für diese Begegnungsarbeit. Ich selbst hatte das Glück, 1996 gemeinsam mit unserer heutigen Ministerin Andrea Nahles, die damals noch JUSO-Bundesvorsitzende war, dabei zu sein, als das Willy-Brandt-Zentrum in Jerusalem gegründet wurde. Und das ist eine einmalige trilaterale Initiative, die es bis heute gibt, die gemeinsam von Deutschen, Israelis und Palästinensern getragen wird und die trotz aller Krisen, Terroranschläge und Kriege, die seither stattgefunden haben, weiter existiert, weil es junge Menschen gibt, die immer wieder beharrlich und unverdrossen daran arbeiten, dass die geknüpften Fäden zwischen Deutschen, Israelis und Palästinensern nicht zerreißen. Und mir geht es immer so, immer wieder, wenn man dort ist, und ich bin oft in Israel, man verzweifelt ist über die Lage im Nahen Osten und man so gar keine Fortschritte, eher Rückschritte wahrnimmt, dann ist es ein Hoffnungszeichen, dass es dort Menschen gibt, dass dort Begegnung und Verständigung möglich ist. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Menschen die Chance haben, zueinander zu kommen, sich kennenzulernen, miteinander zu reden, dann ist das schon ein Friedensprozess im Kleinen und davon brauchen wir noch viel mehr. Damit kann in der Tradition all der Kontakte, die ich aufgezählt habe, auch ein kleiner Beitrag dafür geleistet werden, dass Israel eine friedliche Zukunft hat. Und ich will, genau wie meine Vorredner, betonen, wir müssen gerade in Deutschland besonders sensibel sein, wenn es um antisemitische Tendenzen in der Gesellschaft geht. Wir haben in diesem Jahr eine Zunahme von 25% antisemitischer Straftaten. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Dagegen müssen wir uns alle gemeinsam engagieren. Und man muss sehen, dass im letzten Jahr der Nahostkonflikt instrumentalisiert wurde und wir offen antisemitische Demonstrationen erlebt haben. Und ich sage ganz deutlich an Gregor Gysi, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie heute hier klare Kante gezeigt haben. Denn in meiner Nachbarstadt Essen gab es eine Demonstration, die von Teilen der nordrhein-westfälischen Linkspartei unterstützt wurde, die wirklich erschreckende antisemitische Parolen hatte. Deshalb vielen Dank, denn ich glaube, wir müssen gemeinsam uns gegen jeden Antisemitismus wehren und dagegen stehen. Die Kritik an israelischer Regierungspolitik ist selbstverständlich immer möglich und es gibt auch niemanden, der das unterbinden will, wenn sie demokratisch geäußert wird. Was wir aber erlebt haben, ist, dass diese Kritik übergesprungen ist in eine Kritik an den Juden insgesamt, an Israel insgesamt und dass ein Gleichsetzen der Juden in Deutschland mit israelischer Regierungspolitik stattgefunden hat und gegen diesen Antisemitismus stellen wir uns mit aller Deutlichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Israel und Deutschland sind Verbündete, sind Partner, sind Freunde. Viele von uns Abgeordneten aller Fraktionen in der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe und weit darüber hinaus, wir bemühen uns um diese Beziehung ganz besonders, denn sie sind für uns elementarer Bestandteil unseres politischen Selbstverständnisses. Der freundschaftliche und kritische Austausch bleibt eine wichtige Grundlage für die Beziehung unserer beiden Staaten. Und mir geht es sicherlich so wie vielen, ich hoffe allen hier, ich werde mich immer dafür einsetzen, dass der demokratische und jüdische Staat Israel existieren kann. Ich wünsche den Menschen in Israel, dass sie in Frieden und Sicherheit leben können, in einem Staat Israel mit dauerhaft anerkannten und sicheren Grenzen, neben einem unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staat, Seite an Seite in Frieden und Sicherheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kerstin Griese. Nächster Redner.